Das zweite große Geheimnis von Steve Jobs war die Erkenntnis von Leidenschaft und Stolpersteinen. Wir sprechen heute über die wichtigsten Fragen Ihres Lebens. Und wir überlegen, wie Sie darauf die richtigen Antworten finden können. Diese wichtigsten Fragen, die Sie sich überhaupt nur stellen können, die lauten: Wer bin ich? Welcher Weg ist der richtige für mich? Und was sollte ich mit meinem Leben tun? Das Problem ist, die meisten Menschen leben wie Batman. Und auch wenn die meisten Menschen so von Batman fasziniert sind, irgendwie, finde ich, wirkt der nicht glücklich. Der wirkt sogar ja unglücklich. Und ich glaube, das hat einen ganz einfachen Grund. Tagsüber lebt er ein Leben, das er eigentlich gar nicht mag. Und nur nachts verwandelt er sich in einen strahlenden Helden. Und ich glaube, das trifft für viele Menschen zu. Sie tun nicht wirklich das in ihrem Job, was ihnen entspricht. Sie glühen nicht vor Begeisterung, wenn sie zur Arbeit gehen, und sie suchen dann die Freude eher in ihrer Freizeit. Sprechen wir heute darüber, wie Sie das verändern können. Im ersten Teil machen wir uns klar, warum es so wichtig ist, dass wir uns mit der großen Vision und dem großen Ziel unseres Lebens befassen. Warum wir unbedingt das für uns entdecken sollten, was ich unseren Lebenssinn nenne. Und im zweiten Teil gebe ich Ihnen praktische Tipps, wie Sie den Sinn Ihres Lebens entdecken können. Warum sollten wir uns also diese drei Fragen überhaupt stellen? Wer bin ich? Welcher Weg ist der richtige für mich? Und was sollte ich mit meinem Leben tun? Weil Fragen wie Türen sind. Und wenn wir die Türe öffnen, und das tun wir durch die Fragen, dann finden wir dahinter ganz andere Räume und möglicherweise auch eine ganz andere Welt. Steve Jobs wurde einmal gebeten, die wichtigsten Lehren seines Lebens zusammenzufassen. Und er sagte: Das erste Geheimnis ist das Verbinden von Punkten. Seine Mutter hatte ihn aufgegeben, er wurde adoptiert und er musste täglich viele Kilometer gehen, nur um etwas zu essen zu bekommen. Und Jobs sagt etwas unglaublich Wichtiges: In der Rückschau konnte ich das erst verstehen. Und wir müssen vertrauen, dass die Punkte sich zu einem Bild zusammenfügen. Irgendwann. Wir werden gleich darüber sprechen, wie Sie das, was Sie bisher erlebt haben in Ihrem Leben, zu einem großen Bild zusammenfügen, sodass Sie dann Ihre Vision sehen. Wer Sie sind und welcher Weg für Sie der richtige ist und was Sie mit Ihrem Leben tun sollten. Das zweite große Geheimnis von Steve Jobs war die Erkenntnis von Leidenschaft und Stolpersteinen. Die einzige Weise, wie ihr eine großartige Leistung vollbringen könnt, ist, dass ihr liebt, was ihr tut. Deswegen steht auf dem Phone von Steve Jobs das I, das ist auf Englisch ich, das iPhone. Das I steht für Selbstverwirklichung. Es steht für das, was ich will, was Sie wollen. Es gibt noch ein drittes Geheimnis, das Steve Jobs offenbart hat. Er sagt: Eure Zeit ist begrenzt. Vergeudet sie nicht damit, das Leben eines anderen zu leben. Lasst den Lärm der Stimmen anderer nicht eure innere Stimme ersticken. Das Wichtigste ist, folgt eurem Herzen und eurer Intuition. Sie wissen bereits, was ihr wirklich wollt. Natürlich können Sie sagen, der Steve Jobs, das war eine Ausnahme. Einer der erfolgreichsten Unternehmer der Welt. Und das stimmt, Jobs ist einzigartig gewesen. Aber ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch einzigartig ist. Und dass wir uns nur dessen richtig bewusst werden müssen. Wir müssen wissen, wer wir wirklich sind. Eines Tages kommt eine Frau in der Pause eines Seminars zu mir. Es war das Seminar Mut zum Glücklichsein. Und es handelt davon, wie wir die Antworten auf die drei wichtigsten Fragen unseres Lebens finden können. Dieses Seminar Mut zum Glücklichsein. Und die Frau sagte: Ich heiße Barbara Rütz. Ich bin eine angestellte Krankenschwester. Ich habe auf dem Seminar herausgefunden, was ich wirklich machen will. Aber als Krankenschwester kann ich das nicht. Was soll ich tun? Sie wusste für sich, dass sie am allerliebsten ein Pflegeheim gründen wollte. Ein Pflegeheim, um Menschen zu helfen während ihrer letzten Tage vor dem Tod.
Menschen, die mit einer unheilbaren Krankheit bald sterben würden und die keine Angehörigen hätten. Und sie sagte, diese Barbara Rütz, ich will diesen Menschen helfen, in Würde zu sterben. Ich möchte ihnen die Zuneigung und auch den Respekt geben, den sie in ihren letzten Tagen und Stunden haben sollten. Sie sollten möglichst viel Freude und Liebe erleben. Ich habe ihr damals gesagt, dass sie die Antwort in sich hat. Und sie ist nach Hause gefahren und hat gekündigt. Und dann hat sie begonnen, ihren Traum umzusetzen. Und sie hat dieses Pflegeheim, dieses Krankenhaus gebaut. Und es war nicht eine leichte Geschichte, zumindest nicht immer. Sie hat Investitionskapital bekommen müssen. Das hat gedauert. Sie hat aber inzwischen über 120 Menschen angestellt. Und sie ermöglicht Tag für Tag sterbenskranken Menschen ein Leben und einen Tod in Würde. Und wissen Sie, wie sie das Krankenhaus genannt hat? Mut zum Glücklichsein. Sprechen wir jetzt darüber, wie Sie diese drei Fragen für sich beantworten können. Wer bin ich? Welcher Weg ist der richtige für mich? Und was sollte ich mit meinem Leben tun? Wir haben gesagt, wenn Sie gezielt weise Fragen stellen, dann öffnen sich Türen. Und diese Türen sind Türen zu einem neuen Leben, zu einem erfüllteren und glücklicheren Leben. Die erste Frage, wer bin ich? Wir haben immer die Wahl. Wir leben, wie es andere Menschen von uns erwarten, dann sind wir eigentlich nur die Summe aller Erwartungen. Wir können uns aber auch fragen, wie will ich sein? Und dann können wir uns gezielt mit den Menschen umgeben, die so sind, wie wir sein wollen. Wir können uns eine weise Frage stellen. Mit wem müsste ich mich umgeben, um von den Erwartungen gelenkt zu werden, die ich auswähle? Das ist natürlich schon ganz schön weit fortgeschrittenes Denken. Aber ich glaube, wir können uns gar nicht früh genug diese Frage stellen. Vielleicht machen Sie dazu ganz präzise eine zweifache Übung. Sie fragen sich, wer sind die 7 Menschen, mit denen ich mich heute umgebe? Und welche Erwartungen haben diese 7 Menschen an mich? Und dann können Sie eine zweite Übung machen und sich fragen, welche Erwartungen sollten Menschen an mich stellen, damit ich größer, stärker und besser werde? Und überlegen Sie dann, welche Menschen Sie zusätzlich in Ihr Leben lassen könnten, die diese Erwartungen an Sie haben. Dann die zweite Frage. Welcher Weg ist der richtige für mich? Usain Bolt, der große Sprinter, hat gesagt, genießt, was ihr tut. Und wenn es euch keinen Spaß macht, dann tut es nicht. Denn wenn du etwas liebst, ist es keine Arbeit. Nur dann genießt du dein Leben und wirst Großes erreichen, sonst artet doch alles nur in Stress aus. Und der große Arzt Dr. Deepak Chopra antwortete auf meine Frage, die ich ihm damals gestellt habe, was soll ich machen? Hat er gesagt, wähle dein Leben und mache etwas Herrliches daraus. Ein großes Wort. Dein Leben und etwas Herrliches daraus machen. Das klang für mich zuerst doch arg übertrieben. Etwas Herrliches. Aber es stimmt. Genau dafür sind wir hier, Sie und ich, um etwas Herrliches zu machen mit unserem Leben. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was macht uns wirklich Spaß? Als ich darüber nachgedacht habe, was mir wirklich Spaß macht, da kam mir in den Sinn, vor Menschen zu stehen und zu sprechen und zu schreiben. Es war mir nur damals nicht klar, wie ich daraus einen Job machen könnte. Vielleicht schreiben Sie tatsächlich einmal die 3 Dinge auf, die Ihnen am meisten Spaß machen. Und dann schreiben Sie die 3 Dinge auf, die Sie am besten können, also Ihre größten Talente. In dem Wort Aufgabe steckt das Wort Gabe, also Talent. Ich glaube, dass unsere Leidenschaft, das, wofür wir brennen, was wir lieben, immer etwas ist, was wir auch können. Natürlich müssen wir üben, wir müssen uns weiterentwickeln, neue Fähigkeiten lernen. Aber die Grundtalente, die haben wir. Und nun zu der 3. Frage. Was sollte ich mit meinem Leben tun?
Überlegen Sie einmal, was Sie von Ihrer Geburt bis heute alles erlebt haben. Vielleicht malen Sie mal so einen großen Kreis auf und notieren seit Ihrer Geburt alle wichtigen Ereignisse. Und überlegen Sie dann, wenn Sie das alles gemacht haben, was könnte jetzt der nächste logische Schritt sein? Lesen Sie im Überblick Ihr ganzes Leben und fragen Sie sich, wenn es einen roten Faden gibt in meinem Leben, welcher könnte das sein? Schauen Sie einfach so auf Ihr Leben und möglicherweise springt es Sie geradezu an, was dieser rote Faden sein könnte. Wie könnten alle Erfahrungen, fragen Sie sich, die ich gemacht habe, wie könnten die hilfreich sein für eine Sache?